Die wird hier so. Batterien. Kann ich die mitnehmen? Na. Okay, schade. Dann halt nicht. Ah, ich habe einen neuen Schlüssel bekommen. Mal schauen, wo ich damit reinkomme. Vielleicht in die nächsten geheimnisvollen Räume. Zimmer. Verlese. Okay. Hier war ich noch nicht. Bettlaken, nie gut, nein. Es wäre echt geil, wenn ihr einfach genau da bleibt, wo ihr seid. Oh nee, Alter. Oh, toll. Das Schlimmste, was es gibt in Horrorspielen und Horrorfilmen, sind Puppen. Und die guckt auch noch so komisch. Oh, wie ist der Gänsehaut gerade? Ist ja richtig übel. Tee trinken. Während der Aufnahme einen Tee trinken. Boah, Alter. Ich weiß, ich bin echt hardcore. Das machen nur die richtig harten Jungs. Oh, nochmal Lichtschalter. Nichts. Schönen guten Tag, Frau. Auf was ich auch noch warte, ist, dass die Bilder sich einfach mal drehen. So die Gesichter in den Bildern. Dass die sich einfach mal rumdrehen. Das finde ich, glaube ich, auch mega gruselig. Nix. Hallo, schönen guten Tag. Habe ich es richtig gesehen? Es sind keine Türen. Hä? Hä? Okay. Was ist das für ein Geräusch? Ich mag solche Geräusche überhaupt nicht. Meine Reise nach Indien war erfolgreich. Ich konnte eine der letzten fehlenden Komponenten erstehen. Jetzt fehlen mir nur noch die letzten zwei Bausteine. Für? Für was fehlen die letzten zwei Bausteine? Ah. Oh, noch so eine Puppe. Kann ich nicht mitnehmen. Jemand kann im Spiel auch nur einen einzigen Gegenstand mitnehmen. Weil der Klunker muss ja mindestens 5000 Kilo wiegen, das ist ja. Dass du nur einen einzigen mitnehmen kannst. Guck, gibt's da noch was? Nein, auch hier nichts. Schwer eine Nackte mit dem Diamant. Was haben denn diese nackten Frauen immer mit den Diamanten an sich? Okay. Das heißt. Ja, das heißt jetzt was? Wohin gehe ich? Okay, spätestens jetzt müsste ich rausrennen. Spätestens jetzt wäre das für mich vorbei. Da entstehen Türen aus dem Nichts, die mich verarschen. Ah, das gibt's doch nicht. Naja, solange sie mich in Ruhe lässt. Scheiß Puppen. Wer findet sowas überhaupt? Puppen. Was für ein kranker Mensch muss man sein, eine Puppe zu erfinden? Was für ein kranker, perverser Mensch muss man sein, um sowas zu machen? Ekelhaft. Kann man nicht irgendwie so ein... Ja, hallo? Helga, für dich! Wer einmal anruft.
Und wer... Wenn immer nur einmal kurz anklingen... Oh, das sind die Schlimmsten. Kennt ihr so Leute? Die es einmal kurz anklingen lassen, wieder auflegen, damit du dann zurückrufst? Furchtbar. Das ist richtig. Das sind die größten Idioten, ey. Oh, sorry für meine Ausdrucksweise. Es muss halt manchmal raus, nicht wahr? Hallo, Puppe. Was flüstert hier? Oh, jetzt sitzt sie da drüben. Na, also hat es dir da hinten nicht gefallen, hm? Geräusche über Geräusche. Guck dir das mal an, meine Kappe. Kurz aus. Wieder an. Die flackert jetzt schon, obwohl sie noch dreiviertel voll ist. Was ist denn das für eine scheiß Taschenlampe, sag mal. Also die ist echt beschissen. Das ist keine gute Marke, das muss ich echt nur sagen. Habe ich recht, oder? Ein bisschen mehr Taschenlampe sparen. Wer weiß, ob wir auch wieder später noch so viel Taschenlampen finden. Mhm. Batterien finden. Sieht schon wieder weitergewandert, das gibt's nicht. Sieht schon wieder da drüben, Alter. Alter. Boah, ist das gerade nervig, hin und her rennen und Laserstrahlen. Laserstrahlen. Hin und her rennen, diese scheiß Kristalle zu holen. Alter. Halb voll und die ist fast, man sieht fast nichts mehr in der Taschenlampe. Was ist denn das? Also gute Qualität ist auch anders. Eine deutsche Taschenlampe ist das jedenfalls nicht. Bei der deutschen Taschenlampen so ein qualitativ hochwertig. Jawohl. So, ich hoffe, das ist der letzte Diamant. Dass wir jetzt das Rätsel lösen können. Hoffentlich. Hinein in die gute Stube. If there's something strange in the neighborhood, who are you gonna call? Ghostbusters. Ich glaube, die würde ich jetzt rufen. Und Mulder und Scully. Ja. Und Sam und Dean würde ich auch rufen. Jetzt hast du dich wieder hier rübergesetzt. Das ist ja schön. Genieße wenigstens die Aussicht, ja? Okay. Okay, probieren wir mal was aus. Na, wo ist denn jetzt? Diese Geräusche. Gott, ich würde sowas von da drauf kacken an deiner Stelle. Ups. Ist nichts drin, dann nehmen wir den, packen den da rein, schauen wir, was passiert. Nix. Was haben wir denn jetzt hier? Mal kurz hier gucken.
strahlt Rauch irgendwo hin gerade. Kann ich mit euch was machen? Nein. Nein. Puh. Okay, ja. Oh. Da kann ich doch was reinmachen. Okay. Da ist noch ein Kristall. Den könnte ich vielleicht dann auch noch irgendwo reinpacken. Frage ist nur, wo? Sorry, wenn ich gerade ein bisschen wenig rede, aber ich bin gerade hochkonzentriert, um dieses Rätsel zu lösen. Da ist nichts. Eine verfahrene Situation. Gibt es noch irgendwo einen Kristall, den ich vielleicht mitnehmen kann? Ich tauschen kann. Ja, eher weniger. Hä? Wenn ich jetzt... Lass doch mal das ausprobieren. Geht nicht. Den will ich nicht. Wenn ich den einfach mal austausche. Okay. Kann ich denn jetzt mit dem? Na. Okay, kann ich vielleicht... Ich beeil mich ja schon. Okay, dann haben wir noch den hier. Den haben wir nicht. Aber da ist auch noch einer. Guck mal hin. Aha. Oho. So, schauen wir mal, was jetzt passiert. Doch, wahnsinnig viel. Tauschen wir mit dem da hinten aus. Vielleicht bringt uns jetzt das weiter. Puh. Ganz schön tricky. Aber der zeigt jetzt auch mal einen Strahl. Okay, habe ich jetzt vielleicht... vielleicht ja so. Nehme ich den mal... Ach, das nehmen wir doch mit. Aha, Hallöchen. Ja, geschafft. Tschüss, Puppe. Bleib einfach hier, ja? Dankeschön.
Wie? Ich bin noch nicht fertig? Was zum Teufel ist denn das? Oh, Alter, was sind das für Geräusche? Das war richtig eklig. Tür ist verschlossen, finde den passenden Schlüssel, aber hä? Wow. Läuft schon wieder richtig die Gänsehaut runter. Na, das erschreckt mich irgendwie nicht. Nicht so? Ach so. Gibt's nichts Interessantes mehr? Offensichtlich nicht. Oh. Da ist einfach nur ein Schatten. Mit irgendwas in der Hand. Oh, fliegen. Yippie-yay. Nächster Abschnitt? Ja, Gott sei Dank. Oh, mach die Musik aus. Alter, schon wieder Schatten. Boah, ich glaube, ich kotze. Boah, ist das gruselig. What the fuck? Huh. Oh. Boah, jetzt hat's mich gerade erwischt. Huf. Alter. Oh, und mit einem Luftballon. Oh, ich glaube, ich kotz. Hallo. Guten Tag. Warte, ich will raus. Oh, was zum Teufel ist denn das? Boah, Alter. Boah. Alter, jetzt wird's aber langsam echt assi. Oh, ich dachte am Anfang so ein bisschen Pillepalle spielen, so hohoho. Gruselig. Boah, 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 boah. Langsam fängt es echt an, hart zu werden. Nun gut. Wir werden uns diese Herausforderung stellen. Und wir werden es gottverdammt nochmal schaffen. Das steht fest. Was ist denn das? Spinnweben oder was? Ah ja, Spinnweben. Ist ja widerlich. Hey. Oh Mann. Ich geh mal hier lang weiter. Man sieht auch so herrlich einfach. Kann man nicht was machen? Nein. Geräusche im Busch. Spitze. What the? Wie Game Over? Was ist denn jetzt das? Willst du mich verarschen? Ey, warum? Oh nee, Alter, was ist denn das für eine Scheiße? Das ist aber ein schlechter Witz. Das müsste das hier gewesen sein. Game over. Ich glaube, ich spinne. Hey. Ja, wir sind schon richtig. Hallo Schatten, gleich explodiert er wieder. Buhu. Ja, diesmal nicht, Schatz. Diesmal nicht. Schlüssel. Tür. Diesmal laufe ich auf der anderen Seite lang. Keine Ahnung, was das war. Und vor allem die Taschen fallen lassen. Ich glaube, das ist mal extrem wichtig. Game over. Was ist das für ein
Was ist das für ein Onkel-Arschloch eigentlich, der mir mich hierher schickt und mich krepieren lässt? Wahrscheinlich ein ausgestopftes Nashorn, ne? Hier gibt's nichts. Okay. Lalelu. Nur der Mond schaut zu. Toll. Wäre ich jetzt schon von was erfolgt, ja? Toll. Darum. Ich finde das eher so ein bisschen ungeil, so verfolgt zu werden. Was ist denn das? Wie groß ist dieses Ding hier? Ich glaube, ich laufe da lang, das sieht gut aus. Kann man nichts machen. Okay. What? Schon wieder? Warum? Okay, da scheinen also eher Fallen aktiviert zu sein. Bin ich dabei irgendwas drüber gelaufen? War ich unvorsichtig?